Russland, Westsibirien. Hier finden sich die größten Gasreserven der Welt. Ein gigantischer Schatz, an den viele europäische Staaten möglichst billig herankommen wollen. Vor allem deutsche Regierungen haben deshalb die aggressive Außenpolitik Russlands toleriert. Das billige Gas fördert und verkauft ein Staatskonzern, das effektivste Instrument Wladimir Putins, der damit eine Politik umsetzen konnte, die nur ein Ziel kennt. Russland soll wieder so mächtig wie einst die Sowjetunion werden. Wo werden bei euch Rohstoffe gewonnen? Zu welchen Feldern bekommen wir Zugang? Welche Pipelines sind vorhanden? Habt ihr keine? Und das ist hier der Fall, müssen wir nach Wegen suchen, wie wir dafür entschädigt werden. Die Energieindustrie sucht ständig nach einem Giganten. Sie suchen nach einem Feld, das sich 30 Jahre lang ausbeuten lässt und sie mit billigem Gas versorgt. Doch auf der Welt gibt es nur noch sehr wenige dieser Giganten. Die russischen Gasreserven sind enorm. Wenn man also große, günstige Vorkommen sucht und ausschließlich einen wirtschaftlichen Maßstab anlegt, ist noch mehr billiges russisches Gas aus deutscher Sicht optimal. Jürgen Hambrecht, 8 Jahre lang der Chef des weltgrößten Chemiekonzerns BASF. Gas hat für die BASF 3 Bedeutungen. Einmal, und das ist der wichtigste, Rohstoff. Die Chemie beginnt beim Kohlenstoffatom. Zweitens, wir brauchen viel Wärme. Und dann brauchen wir auch noch Strom, um unsere Anlagen betreiben zu können. Dafür brauchen wir Gas. Die BASF hat in ihrer Strategie beim Gas immer eines in den Vordergrund gesetzt. Risikominimierung, deshalb Zugang zum Öl und zum Gas. Und deshalb wollten wir bis zu 50% dessen, was wir verbrauchen an Kohlenstoff, auch selbst fördern. Und es war auch die treibende Kraft bei allem, was wir gemacht haben. 10 Tage vor der Bundestagswahl 2005 unterzeichnen BASF, E.ON und Gazprom einen Vertrag über den Bau einer Pipeline durch die Ostsee. Wir sind 2003 in das Joint Venture zur Erschließung eines neuen Gasfeldes in Westsibirien eingestiegen. Dann haben wir gesagt, okay, dann bringen wir das billige Gas doch nach Zentraleuropa. Das war für uns ein Wunsch, Deutschland über diese Pipeline anzubinden an diese Gasfelder, an denen wir beteiligt sind. Und deshalb Nord Stream 1. Kanzler Gerhard Schröder ist seit Jahren ein zentraler Verbündeter des Konzerns BASF. Ich habe deutsche Interessen zu vertreten, insbesondere was die Sicherheit der Energieversorgung der deutschen Wirtschaft angeht. Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Wie Gas Europas Sicherheit gefährden könnte, hat der ehemalige NATO-Analyst Richard Anderson bereits 2006 analysiert. Militäranalysten beschäftigen sich mit Energie, da sich an ihr oft Konflikte entzünden. Daher beschäftigen sich NATO-Analysten seit Jahrzehnten mit Russlands Vormachtstellung auf dem Energiesektor. Mit Erdgas erzeugt man Strom, man heizt damit. Es ist das wesentliche Element für die Herstellung von Kunststoffen und Düngemitteln. Gas ist der Lebensnerv vieler Industrienationen. Hier sehen wir eine alte Karte aus der Sowjetunion. Sie zeigt in der Mitte zentrale Gas- und Ölfelder, die man damals entwickelt hat. Russland zeigt immer wieder, dass Energiekonflikte Vorboten eines Krieges sein können. Precursor to a war. Tendered by President Kennedy to West Germany's Chief of State. On it.
1963 versuchte die Kennedy-Regierung, den Bau der Druzhba-Pipeline von der Sowjetunion nach Osteuropa zu verhindern. Mannesmann lieferte die Rohre. Der Aufforderung der Kennedy-Regierung, die Lieferungen zu stoppen, kamen sie dann nach. Mit dem Kanzler Willy Brandt beginnt die neue deutsche Ostpolitik. Tauwetter, Entspannung, Handel. Verträge über den Bau von Gaspipelines werden geschlossen. ...1970 beginnt der Bau der Pipeline, die Sibirien erstmals mit Deutschland verbinden soll. Nikolai Orutschew, Minister für die Gasindustrie der Sowjetunion, feierte mit seinen deutschen Partnern in Waidhaus den Erfolg eines Milliardengeschäftes. Die Übernahmestation empfing zum ersten Mal Gas aus der Sowjetunion. Dann also jetzt Start frei. Wirtschaftsminister Friedrichs und seine sowjetischen Gäste begrüßten den Gasstart als Frucht der Entspannung und Normalisierung zwischen beiden Ländern. Die Russen wollten harte Westwährung einnehmen, um damit ihre schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Sie brauchten das Geld, damit die Show weitergehen konnte. Auch Brandts Nachfolger Helmut Schmidt setzt auf das sibirische Gas. Eine zweite Pipeline wird nach Europa gebaut. Während des Besuchs von Bundeskanzler Schmidt in Moskau schlossen deutsche Firmen einen dritten Vertrag dieser Art ab, der bis zum Jahre 2000 Geltung hat. Helmut Schmidt beruhigt den besorgten US-Präsidenten Jimmy Carter. Wer miteinander Handel treibe, schieße nicht aufeinander. Präsident Carter notierte damals frustriert, dass die USA immer die Peitsche schwingen müssten, während die Europäer darum wetteiferten, wer den Sowjets das meiste Zuckerbrot liefern darf. Die USA sagten, ihr gebt der Sowjetunion harte Währung, die damit ihr Militär aufrüsten. Das könnten wir noch bereuen. Das war schon damals ein Argument. Ihr macht euch von der Supermacht Sowjetunion, die unser ideologischer Gegner ist, abhängig. Aber ihr seid doch eigentlich Mitglied der NATO. Also wie könnt ihr denn sowas machen? Die Amerikaner machten sich wegen der Abhängigkeit Sorgen. Europa und Deutschland könnten sich unter Umständen nicht mehr gegen die Sowjetunion wehren, wenn die Energie als politische Waffe nutzen würde. Energie wurde als Teil einer umfassenden sowjetischen Strategie gesehen, um die NATO zu zerschlagen. In Polen brodelt es derweil. Wegen der Proteste der Gewerkschaft Solidarność verhängt die polnische Regierung 1981 das Kriegsrecht. Der neue US-Präsident Ronald Reagan reagiert mit Sanktionen, die auch das Geschäft mit dem russischen Gas stören sollen. Die Vereinigten Staaten suspendieren mit sofortiger Wirkung wesentliche Elemente ihrer Handelsbeziehungen mit Polen. Wir schlagen unseren Verbündeten außerdem vor, Hightech-Exporte stärker einzuschränken. Ankunft von Gasturbinen aus der Bundesrepublik Deutschland. Die neue sowjetische Pipeline nach Deutschland wird trotzdem gebaut. Die Sanktionen waren allerdings nicht sehr effektiv und spalteten den Westen. Margaret Thatcher sagte, wir verlieren Arbeitsplätze, wenn wir für die Pipeline keine Teile liefern. Die US-Firmen waren nicht glücklich. Sie verkauften ebenfalls Pipeline-Komponenten und sagten, wenn wir die Ware nicht liefern, springen unsere europäischen Konkurrenten ein. Also wurden die Sanktionen auf Eis gelegt. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Verbündeten nicht einverstanden waren. Daher freut es mich, dass sich die industrialisierten Demokratien auf einen Plan verständigt haben. In den 1980er Jahren einigte man sich auf einen Kompromiss. Es wurde eine Obergrenze für russische Gasimporte eingeführt. Gleichzeitig verpflichteten sich die Europäer, eine Mindestmenge norwegischen Gases abzunehmen. Die US-Regierung will die Deutschen davon überzeugen, nicht nur auf das russische Gas zu setzen. Doch das meiste Gas kommt weiterhin aus Sibirien. Als junger Diplomat war ich in Washington an der Botschaft. Und der Botschafter war richtig stolz darauf, dass er gegen das Röhrenembargo der Amerikaner erfolgreich Sturm gelaufen war. Wir waren alle beseelt von dem Gedanken, darum geht's, das ist Teil der Entspannungspolitik. Das machte für alle Sinn. Ich kenne eigentlich in meiner Erinnerung niemanden, der damals sagte, das geht in die falsche Richtung. Die US-Geheimdienste sind jedoch unzufrieden.
Mit Wissen von Ronald Reagan entwickelt der CIA-Chef William Casey einen streng geheimen Plan. Wien, Hauptstadt der Spione. Ich war der typische Embargo-Händler. Insbesondere ganz spezielle Großcomputer, Messgeräte für die Kernphysik. Das sind also wirklich heikle Dinge, die nicht so entwickelten Staaten nicht selbst entwickeln konnten. Ich habe gelernt bei der Staatssicherheit der DDR, von der bin ich auch angeworben worden. Und dann natürlich mit einer gewissen Pause habe ich in der Sowjetunion gearbeitet. Die CIA hat mich über ein Jahr lang beobachtet, bis sie dann eines Tages zum geeigneten Zeitpunkt es erachtet haben, zuzugreifen und mich vor die Wahl gestellt haben, 20 Jahre mindestens Gefängnis oder du arbeitest für uns. Die CIA beliefert den Embargo-Händler mit teurer Hightech-Ware, deren Lieferung in die Sowjetunion verboten ist. In der Sowjetunion war natürlich eine entsprechende Reaktion, dass also plötzlich GRU-Leute im Hotel aufgetaucht sind, zwei Herren, die mich höflich gebeten haben, ein paar Fragen zu beantworten. Da ist ein sechsstündiges Verhör draus geworden. Es war ein deutlicher Hinweis, dass die technologische Ware vergiftet war. Auch meine gesamte Ware war infiziert. Ich bin erst draufgekommen, wie der erste Großcomputer, den ich verkauft habe, zwei dreiteilige Schränke, also so riesige Dinge, wie der also Feuer gefangen hat. Reagan und sein CIA-Chef Casey haben vor allem die sibirischen Pipelines im Visier. Ich bin überzeugt, es ist ein ganzes Spektrum von Technologie geliefert worden. Da gibt es den berühmten Fall der Gasleitung, die da beschädigt worden ist durch ein infiziertes Aggregat, das im Westen gekauft worden ist. Im Juni 82 spielt die Software in einer der sibirischen Gaspipelines verrückt, wie es die CIA geplant hatte. Da wir wussten, welche Software sie brauchten, konnten wir eine Hintertür programmieren. Am festgelegten Tag verdoppelte das Programm den Druck in der Pipeline. So kam es zu einer gewaltigen Explosion in Sibirien. Nach der Explosion macht die Sowjetunion Jagd auf die Verräter. Gar keine Frage, wenn sie mich erwischen, dann bin ich tot. Aus. Ganz einfach. Ich war sehr, sehr froh, dass ich überlebt habe. Der größte Triumph meines Lebens, I survived. 1985 wird ein russischer Ingenieur in Moskau auf offener Straße verhaftet. Er hatte für die CIA spioniert. Später wird der Mann hingerichtet. Business as usual. Auch die Pipeline ist bald wieder repariert. Zu dieser Zeit wird Wladimir Putin zum KGB-Agenten ausgebildet und im Sommer 1985 nach Deutschland geschickt. Er wurde gefragt, was haben Sie in Dresden gemacht? Er antwortete, ich habe mit Menschen und Dokumenten gearbeitet. Putin ist zu diesem Zeitpunkt ein gewöhnlicher KGB-Resident in Dresden. Regelmäßig taucht er auf Veranstaltungen der Stasi auf. Die Stasi-Agenten fotografieren Putin oft. Zum Ende seiner Zeit in der DDR ist ein Stasi-Offizier in Dresden aktiv, der zuvor im Westen spioniert hatte. Matthias Warnig. Zu der Zeit hatte ich einen engen Kollegen in Berlin, der Zugang zu den Stasi-Akten hatte. Er fand heraus, dass Warnig tatsächlich bei der Stasi gewesen war. Wir interviewten Personen, die beide kannten und bestätigen konnten, dass sie gemeinsam in Dresden gearbeitet hatten. Wir fanden außerdem heraus, dass der KGB Stasi-Agenten in Dresden für die eigenen Reihen rekrutierte. Putin tarnt sich unter anderem mit einem Ausweis der Stasi. 1989 geht es ihm nicht mehr nur um den Schutz des Kommunismus. Es war sehr wichtig, nicht nur für den KGB, sondern auch für die Karriere vieler Personen, dass der Geheimdienst einen Großteil seines Netzwerks erhalten konnte.
Ein Jahr zuvor hatte er Stasi-Chef Erich Mielke getroffen. Putin vertritt dabei eine Großmacht, die mit ihrem billigen Öl und Gas nicht zuletzt auch die DDR über Wasser hält. Naturgas. Lebensqualität, Wärme, funktionierende Schulen und Krankenhäuser. All das hing mit verfügbarem Gas zusammen. Deshalb passt das Wort Klebstoff. Mit der billigen Energie subventionierte die Sowjetunion ihre Satellitenstaaten, hielt deren Volkswirtschaften am Laufen und sorgte so dafür, dass sie in der sowjetischen Umlaufbahn blieben. Aber zu dem Zeitpunkt hat Russland auch schon eben Öl und Gas auch als Disziplinierungsmittel im Warschauer Pakt eingesetzt, wenn es darum ging, dass es unterschiedliche Positionierungen gab. Ich erinnere nur an die Aufstände in Ungarn, 68 in der Tschechei. Moskau schickt Panzer und liefert weniger Öl und Gas in die Tschechoslowakei. Öl und Gas, Abhängigkeiten auch als politische Waffe zu benutzen, ist etwas, was im Warschauer Pakt gang und gäbe war. Die DDR steht 1989 auch wirtschaftlich am Abgrund. Trotzdem verlangt die Sowjetunion weiterhin hohe Preise für Öl und Gas. Die kann die DDR kaum zahlen und rutscht immer tiefer in die Krise. Die Sowjets bekamen all das Geld von den Europäern und wussten daher, welche Preise man erzielen konnte. Also dachten sie, warum verschenken wir unsere Energie an diese Leute, wenn es uns wirtschaftlich schlecht geht? Agenten wie Wladimir Putin und Matthias Warnig müssen umdenken. Ihr System scheint am Ende. Ich war überzeugter Kommunist und habe im Ministerium für Staatssicherheit in der Auslandsaufklärung oder Spionage gearbeitet. Mit der Wende führte das zu klaren Einbrüchen im persönlichen Leben. Tatsächlich bekommt Warnig sofort nach dem Fall der Mauer einen lukrativen Job. Es ist faszinierend, wie schnell Warnig von der Dresdner Bank einen Job bekam. Die Bank hat ihn sehr früh als jemanden ausgemacht, der das Geschäft in Osteuropa und Russland mit aufbauen könnte. Während in Moskau die Statue des KGB-Gründers niedergerissen wird, orientiert sich der ehemalige Agent Putin neu. Putin hat in Interviews beschrieben, dass er, als er aus Dresden zurückkam, nicht wusste, was er tun sollte und erst mal in St. Petersburg als Taxifahrer arbeitete. Er arbeitete schließlich im Büro des Bürgermeisters von St. Petersburg, Sobchak. Er war zwar ein Reformer, aber gleichzeitig korrupt. Putin war damals für die Kontakte zu ausländischen Investoren zuständig und machte erstmals richtig Geld. Auf den Systemzusammenbruch folgt die Gewalt. Die 1990er Jahre waren schrecklich. Die Menschen versuchten einfach zu überleben. Schutz war das Wichtigste. Die Russen nennen es Krische, also Dach. Dieses Dach kann jemand aus einer kriminellen Organisation oder aus der Regierung sein. In den 90er Jahren galt beides oft für ein und dieselbe Person. Der ehemalige Stasi-Agent Warnig knüpft für die Dresdner Bank Kontakte in St. Petersburg. Zur lokalen Regierung und zu einem neuen Konzern. Sie brauchten jemanden in der St. Petersburger Verwaltung, der sich für sie einsetzte und Türen öffnete. Deshalb war die Verbindung zwischen Putin und Warnig so interessant. Putin war Warnigs Krischa. Er war sein Dach. Putin wird im Laufe der Jahre immer einflussreicher, empfängt Würdenträger und baut sein Netzwerk auf. Gleichzeitig werden die Reste der Sowjetunion verschachert und die Claims für die Zukunft abgesteckt. Es war die Zeit eines entfesselten Kapitalismus. Es war der Wilde Osten. Russlands Rohstoffe wurden in fadenscheinigen Auktionen einer kleinen Clique von extrem reichen Oligarchen zugeschanzt. Ein harter Ritt für westliche Investoren. Doch die potenziellen Profite waren so groß, dass sie nicht aus dem Spiel ausstiegen.
Während die Menschen in Russland nach Lebensmitteln in leeren Supermärkten suchen und kalte Winter überstehen müssen, fahnden internationale Investoren vor allem nach billigen russischen Firmen, die mit Rohstoffen handeln. Ein Spekulationsobjekt ist das ehemalige Gasministerium, 1989 in Gazprom umbenannt, seit 1992 eine private Aktiengesellschaft. Kein Unternehmen war derart unterbewertet wie Gazprom. Einfach weil man davon ausgehen musste, dass dem Konzern auch noch der letzte Kubikmeter Gas gestohlen wurde. Vieles, was Wert hatte, wurde Freunden und Verwandten des Managements zugeschoben. Deutsche Konzerne schreckt das nicht ab. Außerhalb von Russland war Ruhrgas einer der größten Gazprom-Aktionäre. Die Ruhrgas hatte schon zu Sowjetzeiten das sibirische Gas in Deutschland verkauft. Die Gazprom wird in der Zukunft über Gaslieferungen genauso hart mit uns verhandeln wie in der Vergangenheit. Und die europäische Erdgasversorgung ohne russische Erdgaslieferung ist einfach nicht vorstellbar. Andere Investoren kritisieren die Zustände bei Gazprom. Wir stellten jedes Jahr einen Kandidaten für den Gazprom-Vorstand, der dort die Korruption anprangern sollte. Die Deutschen im Vorstand stimmten natürlich nicht für unseren Kandidaten. Sie wollten, dass ihr Gas weiterfließt. Über die kriminellen Vorgänge verloren sie nicht ein Wort. Die Ruhrgas dominiert dank des Gases aus Sibirien den europäischen Markt. Dem größten Kunden BASF passt das nicht. 1990 wurde die BASF wirklich von der Ruhrgas erpresst durch Preise, die so hoch waren, dass wir in der Substanz den Ludwigshafener Standort gefährdet sahen. Da haben wir beschlossen, wir brauchen eine Alternative. Wir haben dann ein Joint Venture gegründet mit der Gazprom, um die dafür notwendige Infrastruktur in Deutschland aufzubauen. Und deshalb haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut, neben dem bestehenden, inklusive einem großen Speicher, dem größten Speicher in Deutschland. Das war eine riesige Geschichte. Das ist letztendlich von Gazprom mitfinanziert. Diese Projekte sind von der Regierung unter Helmut Kohl ausdrücklich gewollt. Auch um den belagerten Präsidenten Boris Jelzin zu stützen. Die Idee der Partnerschaft mit Russland, diesem Russland, was uns die Wiedervereinigung ermöglicht hatte, das beseelte die deutsche Außenpolitik links, rechts und in der Mitte. Und über weite Strecken in den 90er Jahren war das ja auch nicht falsch. Außerdem ging es darum, dass Russland am Ende nicht als gescheiterter Staat zurückbleibt. Man wollte nicht, dass eine Atommacht in eine eigene Welt abdriftet. Kohl erlässt Jelzin Russlands Schulden. Im Gegenzug fließt Gas. Und Putin beobachtet diesen Handel aus der Nähe. Putin zog früh den Schluss, dass Russlands Größe auf den erstaunlichen Öl- und Gasreichtum zurückgeht. Und dieser Reichtum musste strategisch eingesetzt werden, um Russlands Status als Supermacht wieder zu stärken. Putin hat ja 1997 auch eine Doktorarbeit geschrieben über Energieabhängigkeiten und wie Energieabhängigkeiten außenpolitisch zu instrumentalisieren seien. Ich habe selber damals Gespräche gehabt mit dem BND, der sie auch gelesen hatte und wo wir uns ausgetauscht hatten, was das denn konkret entsprechend heißt. Wenn es dem BND bekannt war, war dem Kanzleramt auch bekannt. Im ersten Frühling des neuen Jahrtausends wird Wladimir Putin neuer Präsident Russlands. Zuvor war er schon Premierminister und Chef des Geheimdienstes FSB. Sein Netzwerk durchzieht den Staat. Putin musste zunächst die Macht der Regierung über die russische Wirtschaft konsolidieren. Das galt nicht nur für die Gas- und Erdölbranche, sondern für alle Bereiche. Er setzte alles in Bewegung, um seine Leute in zentralen Unternehmen unterzubringen. Spätestens jetzt übernimmt er auch wirtschaftlich die Macht. Firma um Firma, Position um Position. Dann erlebten wir auch den Aufstieg der Siloviki, der Militär- und Geheimdienstmitarbeiter, die Schlüsselpositionen in Putins Regierung besetzten. Nach seiner Wahl kümmert sich Putin auch um Gazprom, ein unkontrollierbarer Riese. Noch.
Auf der jährlichen Hauptversammlung entschied Putin den Machtkampf bei Gazprom und feuerte Rem Vyacharev, den Vorstandsvorsitzenden. Er hatte gemeinsam mit Komplizen den Konzern ausgenommen. Putin ersetzte ihn mit einem neuen Mann. Sein Name Alexei Miller. Er war ein Kerl, den Putin aus St. Petersburg kannte. Ich fragte damals irritiert jemanden bei Gazprom. Wer ist der Typ? Hat er überhaupt von irgendwas Ahnung? Können etwa nur Leute aus St. Petersburg Gazprom führen? Die Antwort lautete nein. Es sind die einzigen Menschen, denen Putin vertraut. Alexei Miller ist nicht einen Tag der wirkliche Chef von Gazprom. Nein, nein, der konnte nicht alleine entscheiden. Der hat entschieden für Gazprom, aber anschließend musste abgestimmt werden. Und deshalb haben auch bestimmte Verträge immer länger gedauert. Natürlich, das ist ein Staatsunternehmen, gar keine Frage. Auf Anordnung Putins kauft Gazprom den kritischen Fernsehsender MTV, bringt ihn auf Linie. Wir würden gern alle bitten, sowohl die Journalisten von NTV als auch all diejenigen, die sie dazu anstiften, davon abzulassen, Barrikaden zu errichten. Kritische Journalisten werden entlassen, Proteste ignoriert. Ich frage mich nur, wie unser Volk so einen Präsidenten wählen konnte. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. 20 Jahre später hat Gazprom eigene Hochglanzsender, dominiert die russischen Medien. Aus dem Büro des Senderchefs führt eine Standleitung direkt in den Kreml. Aber Putin kontrolliert durch Gazprom auch private Radiosender wie Echo Moskau. 2000, als Wladimir Putin an die Macht kam, sah er es als eine seiner Aufgaben, die unabhängigen Medien unter Kontrolle zu bringen. Angefangen hat er natürlich mit dem Fernsehen. Zudem war es so, dass einer unserer Aktionäre, der eine Mehrheitsbeteiligung hatte, Wladimir Gosinski, seine Aktien verpfändet hatte, um einen Kredit bei Gazprom aufzunehmen. Deshalb sage ich immer, nicht Miller ist unser Aktionär, sondern Putin. Nicht Gazprom ist unser Aktionär, sondern die Präsidialverwaltung. Im März 2022 wird dem Sender der Betrieb verboten. Im September 2001 zeigt Wladimir Putin in Berlin ein anderes Gesicht. Er wird für viele deutsche Politiker zu einem Symbol der Hoffnung. Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Abgesehen von den objektiven Problemen schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke. Diese Rede, wenn ich die Resonanz mir damals angeguckt habe, fand ich irgendwie ein wenig naiv, inwieweit man da derart unkritisch gegenüber einem Mann war, der lange Jahre eben im KGB war. Besonders Kanzler Schröder stützt Putin. Bedingungslos. Dieses angebliche Demokratisierungspotenzial, das wir sahen, gab es in Wirklichkeit nicht. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass Russland damals, genau wie heute, die zweitstärkste Atommacht der Erde ist und man, ob man es einem gefällt oder nicht, mit Russland leben muss. Meine Haltung war damals, wir müssen international versuchen, die irgendwie einzubinden, aber man braucht sich keine Illusionen über den Charakter von Wladimir Putin zu machen. In Russland lässt Putin unterdessen die ersten Büros und Häuser von Oligarchen durchsuchen. Ein Machtkampf spitzt sich zu. Für Putin und die ganzen Typen vom KGB war es demütigend, dass diese Nullen, die vorher nicht zum System gehörten, so spektakulär reich werden konnten. Oligarchen zahlten KGB-Agenten $50.000 pro Jahr, damit die dann loszogen, um Feinde und Konkurrenten der Oligarchen auf Grundlage ausgedachter Anklagen zu verhaften. Sie waren nicht mehr als bezahlte Handlanger. 2003 lädt Putin die Oligarchen vor,
befragt sie öffentlich und live im Fernsehen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Mann. Dieser Frust, die Verbitterung, zeigten sich sehr stark in der ganzen Kampagne gegen Chodorkowski. Die starken Männer aus dem Kreml, aus der Regierung, nahmen jemanden ins Visier, der für sie Symbol dieser Oligarchenschicht war. Jemanden, der praktisch aus dem Nichts gekommen war. Enorme Reichtümer angehäuft und eine der größten Ölgesellschaften des Landes übernommen hatte. Das Ausmaß der Korruption in Russland liegt nach Schätzung der Experten von vier verschiedenen Organisationen bei ca. 30 Milliarden Dollar. Es gibt einmal die Staatsunternehmen, die ihre Reserven erhöhen müssen, bei denen es sozusagen an Reserven fehlt. Und dann gibt es andere Erdölunternehmen wie Yukos, die einen Überschuss an Reserven haben. Wie sie an diese Reserven gelangt sind, das ist eine andere Frage, die eben sehr wohl mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Es hat unter anderem mit den Steuern zu tun, die bezahlt wurden oder eben nicht bezahlt wurden. Wenige Wochen nach diesem öffentlichen Streit wird Chodorkowski verhaftet. Der Vorwurf, sein Unternehmen Yukos soll Steuern hinterzogen haben. Die Kampagne gegen Chodorkowski hat gezeigt, dass es auch um Rache ging. Sie rächten die Demütigung, die sie erlitten hatten, als die Sowjetunion zusammengebrochen war. Chodorkowski wird öffentlich der Prozess gemacht. Wir haben diesen Prozess damals genau verfolgt, weil Putins Kreml zum ersten Mal massiv gegen private Unternehmer vorging. 2003 wird er zu 9 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Sein Unternehmen Yukos wird beschlagnahmt und unter Wert versteigert. Strohmänner Putins übernehmen den Ölkonzern. Faktisch eine Enteignung. Die Enteignung, muss man zuerst mal fragen, wie sind bestimmte Leute zu diesen Ressourcen gekommen vorher? Die haben vielleicht etwas gehabt, was ihnen gar nicht gehört hat. So rum könnte man es auch betrachten. Chodorkowski wird in ein sibirisches Lager gebracht, weit in Russlands Westen, an der Grenze zu China. Kritik aus dem Ausland ändert daran nichts. Bundeskanzler Schröder weiß, auf welcher Seite er zu stehen hat. Diese Reformen, meine Damen und Herren, haben Russland auf einen Pfad stabilen wirtschaftlichen Wachstums geführt. Und es gibt nicht den geringsten Grund, sich auf Debatten einzulassen, die wegen welcher Ereignisse auch immer meinen, dass dieses Vertrauen erschüttert werden könnte. Im Jahr 2004 verhandeln deutsche Energiekonzerne mit Russland erbittert um den Zugang zu den Gasreserven. Gleichzeitig will Putin unbedingt den Bau einer Pipeline nach Deutschland. Russland brauchte die Partner und die Technik aus dem Westen, um wieder eine Energiesupermacht zu werden. Putin ist auf technische Hilfe aus Deutschland angewiesen. Das russische Pipeline-Netz ist marode. In Westsibirien hatten sie zwar riesige Reserven entdeckt, konnten sie aber nicht erschließen, weil ihnen das Kapital fehlte. Das Kapital hat die deutsche BASF. Wir haben 1997 schon das erste Kraftwerk umgestellt von Öl auf Gas. Weil Kyoto-Protokoll wanderte ganz eindeutig in Richtung CO2-Reduktion. In Kyoto hatte sich die Staatengemeinschaft erstmals verbindlich darauf geeinigt, den Ausstoß von Treibhausgasen zu begrenzen. Wir nehmen diesen Text an, es ist somit beschlossen. Und das Gas bringt einen Vorteil. Gas kann man eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage betreiben. Das heißt, man schöpft die Ressource viel, viel besser aus als beim reinen Ölverbrennen oder Kohleverbrennen. In die Verhandlungen zwischen Russland und der BASF ist Putin direkt eingebunden. Beide Seiten brauchen einander. In den Gesprächen war er immer sehr gut vorbereitet. Der eine oder andere geht unvorbereitet in Gespräche. Das habe ich bei Putin nie erlebt. Ich habe Putin 16 Mal getroffen. Fast immer hat er mich dabei mit seinem Statistikwissen beeindruckt. Er musste nie bei einem seiner Assistenten nachfragen. Also er liebt Energie wirklich.
Verglichen mit diesem Typen haben andere Staatschefs keine Ahnung von Energie. Mehr als der Präsident war er der Chef von Gazprom. Putin treibt vor allem eines um. Wir freuen uns, dass wir uns mit dem Pariser Club und vor allem mit unseren deutschen Partnern auf eine vorzeitige Rückzahlung eines Teils dieser Schulden gegenüber dem Pariser Club geeinigt haben. War bei den Verhandlungen mit Gazprom und der russischen Regierung dann auch Vertreter der Bundesregierung dabei? Ja, nein, da waren Vertreter der deutschen Regierung nicht mit dabei. Sondern das ist wirklich zwischen Gazprom und BASF und den anderen Partnern verhandelt worden. Hat ja auch relativ lange gedauert. Bei den Verhandlungen immer dabei Matthias Warnig, der Ex-Stasi-Agent im Dienst der Dresdner Bank. Dass ehemalige Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes und Stasi-Leute dort mitgemacht haben, erschien uns seltsam und sehr verdächtig. Das hat unser schlechtes Gefühl weiter verstärkt. Der ukrainische Gasmanager Andriy Kobalyev kennt Gazprom wie kaum ein anderer. Ich bin in der UdSSR geboren. Mir ist also klar, dass so ein Unternehmen niemals nur eine einfache Firma sein kann, sondern immer Teil des Staates bleibt. Ich war Mitglied einer Naftogas-Delegation, die nach Moskau gereist war, um einen neuen Gastransitvertrag auszuhandeln. Der Mann, der uns empfing, gehörte zum mittleren Gazprom-Management. Nach ein paar Wodkas gab er sich als ehemaliger Agent des sowjetischen Geheimdienstes zu erkennen. Ich sagte mir dann, Andrei, du musst sehr vorsichtig sein. Die meisten Leute hier sind keine Gasleute. Vielmehr waren es gelernte Spione. Spy and to steal data. Die Ex-Geheimdienstler holen sich ihren Staat zurück. Ich melde, eine Gruppe von Geheimdienstmitarbeitern, getarnt als Regierung, hat ihre erste Mission erfüllt. Hochrangige russische Beamte sagen dazu nur, so etwas wie einen ehemaligen KGB-Mann gibt es nicht. Ende 2005 schreibt der britische Economist, dass Putin genau zwei Machtmittel habe, um den alten Einfluss Russlands wiederherzustellen: Atombomben und Gas. Putin ist ziemlich schlau und hat erkannt, dass Gas eines der beiden Instrumente ist, mit dem er jemand nötigen und unter Druck setzen kann, um an Einfluss zu gewinnen. Richard Anderson schreibt in seiner Analyse für die NATO: Solange die EU-Staaten nicht ernsthaft kooperieren, wird Russland die Oberhand behalten. Einfach ausgedrückt, die Nachfrage wird groß bleiben, egal wie hoch der Preis ist. Werden Europäer vor die Wahl gestellt, entweder in einem kalten, dunklen Zuhause zu leben oder exorbitante Preise zu zahlen, wählen sie Letzteres. Ende 2005 wird es ernst. Der Bau der Ostsee-Pipeline beginnt. Wenig später wird das Projekt Nord Stream getauft. Das ist natürlich immer ein Show-Event, aber es war natürlich trotzdem ein wichtiger Startpunkt. Wir geben heute den Startschuss für das Projekt Nordeuropäische Gaspipeline. Also Nord Stream 1 ist eine riesige Geschichte. Keine Frage, ich bedauere das auch überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Probleme damit. Das war richtig. Es war nicht nur richtig für BASF, sondern es war auch richtig für Europa. Wir sollten das Gas in Westsibirien für Europa reservieren, wenn es immer geht. An einem kalten Dezembertag stellt Alexei Miller Gerhard Schröder als Aufsichtsratsvorsitzenden vor. Schröder hatte erst 17 Tage zuvor sein Amt als Bundeskanzler verloren. Wussten Sie das eigentlich vorher, dass er das wird? Nein, wusste ich nicht. Ich habe direkt von dort mit Angela Merkel telefoniert. Und ihr gesagt, Schröder hat den Job angenommen? Ja, ich habe ihr gesagt, dass das die Absicht ist. Und was hat sie gesagt?
Ja, die hat sich da nicht weiter dazu geäußert, natürlich. Angela Merkel wird Ende November 2005 Kanzlerin. Sie ist dank der Schwäche der SPD an die Macht gekommen. Die Berufung ihres Vorgängers durch Gazprom wirbelt viel Staub auf. Es ist natürlich ein Punkt gewesen, den hätte ich lieber anders gelöst gehabt. Je politischer ein Szenario ist, umso mehr Konflikte entstehen. Und die wollte ich eigentlich nicht. Ich finde es nicht anständig, bei der Gazprom die Führung zu übernehmen, wenn ein Ex-Stasi-Major der Vorstandsvorsitzende ist. Gerhard Schröder hat hier im ureigenen deutschen Interesse die Oberaufsicht für ein Projekt übernommen, was im energiewirtschaftlichen Interesse Deutschlands ist. Schröder wird tatsächlich nicht im Alleingang Gazprom-Lobbyist. Seine Wahl ist abgestimmt mit der SPD, der neuen Regierung, den Investoren. Dann sollte es jemand sein, der die ökonomischen Interessen der europäischen Seite gut vertreten kann, zugleich aber einen rationalen Zugang zum Mehrheitsaktionär hat. Und diese beiden Elemente vereinigte Schröder damals in sich. Auch die neue Kanzlerin, die sich öffentlich kühler gegenüber Putin gibt, distanziert sich nicht von Schröders neuem Job. Ich glaube, Angela Merkel hat das aktiv unterstützt und befürwortet. Ich kann mich nicht erinnern, dass Angela Merkel auch nur einmal die Stimme dagegen erhoben hätte. Im Gegenteil, soweit ich das in Erinnerung habe, hat sie diese Kanäle über Gerhard Schröder auch häufig genutzt. Von der CDU war kein Mucks Opposition zu spüren in dieser Frage. Warum nicht? Weil die gesamte deutsche Wirtschaft, insbesondere die Energiewirtschaft, das ja wollte. Aber man kann nicht sagen, die SPD war der Big Promoter. Nein, nein, das waren viele. Und ich kann mich nicht an eine einzige Gelegenheit erinnern, in der wesentliche Stimmen gesagt hätten, das geht in die falsche Richtung. In Ukraine, we clearly realized. Wir haben in der Ukraine sofort erkannt, dass Nord Stream 1 den Russen erlauben würde, uns mit harten Bandagen zu bekämpfen. Play hardball against us. Das ukrainische Uschgorod, einer der wichtigsten Gasknotenpunkte Europas. Nach Putins Auffassung waren diese Pipelines nicht von der Ukraine gebaut worden, sondern von der Sowjetunion. Russland ärgerte sich wahnsinnig darüber, dass die Ukraine die Kontrolle über die Pipelines hatte, durch die das russische Gas in den Westen gelangte. Russland hat einmal versucht, die ukrainischen Pipelines zu übernehmen. Doch die Ukraine widersetzte sich. Danach war den Russen klar, dass es für sie nur noch eine Lösung gab. Sie mussten die Ukraine umgehen. Die Gaspipelines führen entweder durch Polen oder die Ukraine. Ein riesiges System ist seit 1970 entstanden. Zusammen haben diese Pipelines die Kapazität, mehr Gas zu transportieren, als Russland für den europäischen Markt produziert. Die neue Ostsee-Pipeline, so der Verdacht, soll die Ukraine und Polen als Transitländer aus dem Spiel nehmen, während sie gleichzeitig Deutschlands Versorgung mit Gas garantiert. Nord Stream wurde nur gebaut, um Mittel- und Osteuropa unter Druck setzen zu können. Zwei Wochen nach dem Baubeginn von Nord Stream. Sie haben von Anfang an diesen Konflikt gesucht. Ihre Politik war immer darauf ausgerichtet, unerlaubt Gas abzuzweigen oder, mal einfacher ausgedrückt, es den europäischen Verbrauchern zu stehlen. Hiermit ordne ich den Beginn der Übungen zur Begrenzung der Gaslieferungen in die Ukraine an. Kurz dreht Gazprom den Gasfluss Richtung Ukraine und damit Europa ab. Die Folgen der relativ kurzen Unterbrechung des russischen Gasflusses waren viel größer, als wir es je hätten ahnen können. Wir hätten nie gedacht, dass das passieren könnte. Aber plötzlich war es passiert. Die Partner in Europa sind geschockt. Krisensitzung der EU. Wir müssen darüber reden, was geschehen ist. Nach über 40 Jahren zuverlässiger russischer Gasversorgung ist das zum ersten Mal geschehen. Putin setzt mit dem Gasstopp eine sowjetische Tradition fort. Auch Reformer Michail Gorbatschow setzte Gas als Waffe ein. 1991 gegen Staaten, die nicht mehr Teil der Sowjetunion sein wollten.
der ehemalige Botschafter der Sowjetunion in Deutschland, Valentin Farlin. Der hat die sogenannte Farlin-Doktrin damals entwickelt. Und da waren 7 Instrumente aufgelistet, wie Russland künftig seine Außenpolitik durchsetzen werde. Und das wichtigste Instrument ist die Ausnutzung energiepolitischer Abhängigkeiten. In den frühen 1990er Jahren ging es darum, wie die Schwarzmeerflotte aufgeteilt werden sollte, die auf der Krim stationiert war. Es gab damals wirklich hitzige Debatten. Russland drohte der Ukraine 1993 mit einem Gasboykott. Wenn es zu dieser Begrenzung kommt, dann werden wir sicherlich gezwungen sein, die Stromerzeugung einzuschränken. Die perfekte Situation, um auf diese Art Druck auszuüben. Damals haben sie Energie als Waffe eingesetzt. Russland erließ der Ukraine schließlich Teile ihrer Gasschulden. Im Gegenzug bekam Russland Anteile an der Schwarzmeerflotte. Mission erfüllt. Hinzu kam eine Publikation eines schwedischen Kollegen 2006, Larsen, zurückgehend auch auf die 90er Jahre, dass in mehr als 50 Fällen Russland eben solche energiepolitischen Abhängigkeiten außenpolitisch instrumentalisiert hat und Staaten faktisch politisch erpresst hat. Das haben viele Europäer einfach übersehen. Sie wollten die harte Realität nicht akzeptieren, dass Russland die Europäische Union und die westliche Welt nun ganz anders beeinflussen wollte. Ende März 2006. Auftritt Gerhard Schröder im Gazprom-Hauptquartier. Der Konflikt mit der Ukraine spielt Schröders Auftraggeber in die Karten. Neuer Vorsitzender des Aktionärsausschusses, Herr Schröder. Sie wissen, dass wir in Westeuropa einen wachsenden Bedarf nach Gas haben und eine sinkende Eigenversorgung. Und deswegen ist es außerordentlich wichtig, diese Pipeline zu bauen, um den zusätzlichen Bedarf, den es gibt und weitergeben wird, vernünftig befriedigen zu können. Die Russen stellten keinen Bezug zwischen Nord Stream 1 und dem Fakt her, dass das Gas um die Ukraine herumgeleitet werden sollte. Sie sagten lediglich, es fließt neues Gas, aber ihre wahren Absichten verschleierten sie. Während der Ex-Kanzler als Lobbyist aktiv ist, wird mitten im Winter eine zentrale Pipeline gesprengt, die Georgien mit Gas versorgt. Zuvor hatte sich die georgische Regierung geweigert, eigene Pipelines an Russland zu verkaufen. Die Georgier wittern ein Komplott und fühlen sich erpresst. Angesichts dieser Bedrohung muss die Welt aufwachen. Gestern war es die Ukraine, heute ist es in Georgien noch schlimmer. Morgen kann es jedes andere Land Europas treffen, das von diesem verantwortungslosen Lieferanten abhängig ist. Gazprom hat längst eine Gegenkampagne gestartet. Es ist uns versichert worden vom Herrn Miller, dass es keine Probleme gibt in Zukunft mit der Versorgung Deutschlands. Es hat ja auch mit der deutschen Versorgung keine Probleme gegeben. André Miller schlägt wenig später gegenüber EU-Botschaftern in Moskau einen anderen Ton an. Geld alleine reiche nicht. Die EU müsse sich vorbehaltlos zu Russland bekennen. Der Gazprom-Chef sagte, überwindet eure Feindseligkeit gegenüber Russland oder ihr bekommt kein Gas. Wenn es um Erdgas ging, wenden sie sich in einer imperialen Position. In 2005 luden sie uns nach Westsibirien ein. Am Abend dinierten wir mit Präsident Putin. Ich fragte ihn, ist Russland eine Energiesupermacht? Er sah mich an und sagte, ach wissen Sie, Energiesupermacht ist ein altmodischer Begriff aus dem Kalten Krieg. Aber, sagte er, wir haben mehr Öl und Gas als alle anderen. Und das sollten die Leute niemals vergessen. Die Deutschen vergessen das nicht. 2006 reisen Kanzlerin und BASF-Chef nach Sibirien. Ein neuer Zugang zu einem neuen Gasfeld. Schon damals gab es natürlich sehr wohl Gedanken, auch nach Osten Pipelines zu bauen. Gas wird dort gebraucht, in China. Auch deshalb war es geopolitisch für uns wichtig, diese Gasreserve für uns in Europa zu sichern. Parallel wird die Pipeline weiter vorangetrieben, ohne dass die Staaten Osteuropas gefragt werden. Der polnische Verteidigungsminister Radek Sikorski vergleicht den Alleingang mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Heute ist er EU-Abgeordneter.
Direkte Beziehungen zwischen Deutschland und Russland haben eine lange, für uns bedrohliche Geschichte. Dazu gehören die Teilungen Polens und natürlich der Hitler-Stalin-Pakt. Wenn Deutschland und Russland etwas über unsere Köpfe hinweg beschließen, fühlen wir uns bedroht. Die Europäer wissen, dass es keine wirklich zuverlässige Alternative zu Russland als Energiepartner gibt. Aber Europa sollte nicht so tun, als müssten die Russen dankbar dafür sein, dass sie Öl und Gas nach Europa liefern dürfen. Im Gegenteil, die Europäer sollten den Stolz des russischen Volkes, die Verletzlichkeit der russischen Seele und die besondere Geschichte des Landes berücksichtigen. Putins Macht hängt von einer effizienten Ausbeutung russischer Energiereserven ab. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ging die russische Produktion rapide zurück. Sie erholte sich in den 2000ern. Zudem stiegen die Ölpreise. Dadurch wurde auch Putin immer mächtiger. Gazprom wird immer einflussreicher, gibt sich gleichzeitig modern und weltoffen. 2006 lädt der Konzern eine britische Firmenkrew ein. Das Gas von Feldern wie diesen in Urengoi hat das Unternehmen ungeheuer reich gemacht und man hat uns Einblick in die Schaltzentrale gewährt. Das TV-Team darf die Schaltzentrale filmen. Die Manager strotzen vor Selbstbewusstsein. Wir wollen $1 Billion wert sein. Größtes Unternehmen der Welt? Ja. Dem britischen Reporter wird die gesamte Zentrale präsentiert. Die sieht noch nicht nach einem Billionenumsatz aus. Auch das Sanatorium für Mitarbeiter und das kleine Gazprom-Fernsehstudio wirken bescheiden. 13 Jahre später führt man auch uns durch den Konzern. Bescheiden ist an Gazprom nichts mehr. Gazprom hat allein durch die Gasgeschäfte mit Deutschland seit 2006 über 200 Milliarden Euro eingenommen. Eine Mitarbeiterin führt uns durch das Olympiastadion von Sotschi. Eine Stadt am Schwarzen Meer, fest in der Hand des Staatskonzerns. Und man zeigt uns das Lacta Center in St. Petersburg, das neue Hauptquartier Gazproms, das höchste Gebäude Europas. 2021, nach Jahren der Planung, immer noch leer. Eine Kulisse, Milliarden für ein hohles Symbol der Macht. Lange schien Russland wirtschaftlich angeschlagen zu sein. Doch dann erwiesen sich die hohen Energiepreise als Segen für Putin. Sie haben ihn ermutigt, Dinge zu tun, die er andernfalls niemals getan hätte. Putins globale Agenda wird immer ehrgeiziger und aggressiver. Zehntausende Menschen sind seit Beginn seiner Amtszeit in Tschetschenien gestorben. Eine Ex-Sowjetrepublik, die unabhängig von Moskau sein wollte. Eine mutige Journalistin kritisiert Putin für seinen brutalen Krieg. Die Lage ist konstant. Die Menschenrechte werden total missachtet. Nachdem man zweimal versucht hat, die Journalistin zu vergiften, wird sie am 7. Oktober 2006 im Aufzug vor ihrer Moskauer Wohnung erschossen. Es ist Putins 54. Geburtstag. Der Ex-SFB-Agent Alexander Litwinenko stellt den Präsidenten kurz darauf öffentlich bloß. Jemand fragte ganz direkt, wer ist verantwortlich für Annas Tod? Herr Putin, der Präsident der Russischen Föderation, hat sie umgebracht. 3 Tage nach dem Mord ist Wladimir Putin zu Besuch bei Angela Merkel in Deutschland. Am Abend tritt Putin mit Merkel in einer Sondersendung der ARD auf.
Wir kennen uns persönlich nicht besonders gut, aber mir imponiert außerordentlich die Fähigkeit der Bundeskanzlerin zuzuhören. Die Frauen mögen mir das nachsehen, das ist eine seltene Eigenschaft für Frauen, für Politikerinnen insbesondere, aber das macht sie sofort sympathisch. Wenige Tage später wird Alexander Litwinenko im britischen Exil mit einem radioaktiven Stoff vergiftet. Er stirbt qualvoll nach Wochen im Krankenhaus. Wladimir Putin hat bei seinem Dresden-Besuch zuvor noch einen Termin. Er stellt Gazprom als neuen Sponsor des Bundesligisten Schalke 04 vor. Über 200 Millionen Euro wird Gazprom investieren. Gazprom wollte die Herzen der deutschen Fußballfans gewinnen, um so das eigene Handeln zu legitimieren und um als legitimes Mitglied des Ökosystems akzeptiert zu werden. Die Leute sollten keine Fragen stellen, nicht das Gefühl bekommen, dass irgendetwas Seltsames vor sich geht. Gazprom ist aus der Bundesliga und der Champions League bald nicht mehr wegzudenken. Eine wichtige Bühne für Gerhard Schröder und Alexei Miller. Viele Menschen denken sehr leidenschaftlich über Sport. Er ist ihnen sehr wichtig. Deswegen hatten die Leute bald nicht nur zu Gazprom, sondern auch zum Kreml ein Verhältnis, das sie nicht in Frage stellten. Das Sponsoring ist nur ein Teil einer Zersetzungsstrategie. Dieser Stellvertreterkrieg, den wir seit 10 Jahren erleben, soll zerstören, spalten, verwirren. Cyberangriffe und die Ermordung von Dissidenten im Ausland gehören dazu. Genau wie das Sponsoring und die Finanzierung von Sportevents. Während viele von uns denken mögen, wir sehen uns einfach Champions-League-Spiele an, gesponsert von Gazprom, haben wir tatsächlich miterlebt, wie eine Waffe eingesetzt wurde. Wir haben als europäische Gemeinschaft nie das strategische Risiko richtig eingeordnet. Stattdessen haben wir gesagt, okay, Gazprom, danke fürs Geld. Die schlagkräftigste Lobbywaffe Gazproms ist Gerhard Schröder. Weltweit im Einsatz. Wenn du ein so wertvolles Instrument besitzt, musst du es schützen. Propaganda bietet diesen Schutz zu einem Teil. Gazprom spielt bis heute immer wieder seine Macht aus. Öffentlich oder im Hinterzimmer. 2007 setzen Miller und sein Team die nächste ehemalige Sowjetrepublik unter Druck, die aus der Reihe getanzt war. Weißrussland. Ab dem 3. August, 10 Uhr morgens, werden die Gaslieferungen nach Weißrussland um ca. 21 Kubikmeter pro Tag gedrosselt. Es ist das klassische russische Vorgehen. Die Schulden, die du gestern hattest, sind plötzlich heute fällig. Und der Preis hat sich um 300% erhöht. Wenn du nicht bezahlst, gibt es kein Gas. Sehr durchsichtig. Auch Weißrussland knickt ein. Der Druck Gazproms war zu groß. Wir sehen echte Bemühungen seitens Weißrussland, um das Schuldenproblem zu lösen. Wir haben daher die Entscheidung getroffen, heute keine Liefereinschränkungen durchzuführen. Wir erwarten, dass alle Gasschulden bis Donnerstag nächster Woche beglichen werden. Alle Ex-Sowjetrepubliken bekommen irgendwann die Macht Gazproms zu spüren. Vor den Augen der Welt ein Exempel nach dem anderen statuiert. Dezember 2007. Vizekanzler und Außenminister Frank-Walter Steinmeier besucht Moskau. Er trifft Putin und dessen auserwählten Nachfolger Dmitri Medvedev. Mit ihm eröffnet er das nächste BASF-Gasfeld. Energielieferungen aus Russland decken im Bereich Gas zu fast 40% den deutschen Bedarf, und das gründet sich auf eine belastbare und vertrauensvolle Energiepartnerschaft. Das darf auch in Zukunft so bleiben.
also direkten Zugang auch zu den Gasfeldern zu bekommen und nicht nur abhängig von den Pipelines zu sein, war ja im Prinzip auch richtig. Die Frage ist, wie abhängig mache ich mich? Steinmeier kritisiert in einem Artikel Frank Umbachs Ansatz, der vor einer zu großen Abhängigkeit vom sibirischen Gas in einem neuen Kalten Krieg gewarnt hatte. Das führte dann zu einer Auseinandersetzung mit Herrn Steinmeier, der sagte, nein, das ist kein Kalter Krieg, das ist sozusagen Teil unserer Ostpolitik. Wir dürfen nicht zurück zu einem neuen Ost-West-Konflikt. Das ist altes Denken, wir brauchen neues Denken. Faktisch läuft das auf ein Wunschdenken hinaus. Ist letztendlich so etwas wie eine kollektive Realitätsverweigerung. Es gibt eine außenpolitische Schule, die besagt, je enger die wirtschaftlichen Beziehungen, desto harmonischer das außenpolitische Verhältnis. Aber es ging hier nicht darum, ob man unterschiedliche Meinungen über die Macht des Handels hat. Es ging um diesen einen Mann, um seine Politik und die Gefahr, die von ihm ausging. Es gab eine Wechselwirkung, aber eine Wechselwirkung, wie man sie zwischen Wölfen und Schafen kennt. Die USA haben ihre Grenzen in allen Sphären überschritten. Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und im humanitären Bereich. Nun, wem gefällt das schon? Es führt dazu, dass sich niemand mehr in Sicherheit fühlt. Ich will das unterstreichen, niemand fühlt sich mehr sicher. Damals war ich noch nicht der Chef der Konferenz, ich saß aber im Publikum und kriegte durchaus mit, wie das deutsch-amerikanische Publikum diese Rede mit Erstaunen zur Kenntnis nahm, aber ohne sie wirklich ernst zu nehmen. Es war das erste Mal, dass Wladimir Putin auf großer Bühne sagte, meine Versuche, mit dem Westen zusammenzuarbeiten, das ist vorbei. Russland wird ab jetzt seine eigenen Interessen verfolgen. Putin steht damals noch immer unter dem Eindruck der Orangenen Revolution, bei der sich ukrainische Politiker durchsetzten, die auf eine EU-Mitgliedschaft hingearbeitet hatten. Die Orangene Revolution beeindruckte ihn sehr. Es war seine erste wirklich große Niederlage in der Ukraine. Die Farbrevolutionen hatten im postsowjetischen Raum begonnen. Und mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Putin, diese Ära ist jetzt vorbei. 2008 wird Putin zu einem Sondergipfel der NATO eingeladen. Wie so oft in den Jahren zuvor. Wir betrachten das Erscheinen eines mächtigen Militärblocks an unseren Grenzen als eine direkte Bedrohung der Sicherheit unseres Landes. Mit Beteuerungen, dass dieser Vorgang nicht gegen Russland gerichtet ist, geben wir uns nicht zufrieden. Die nationale Sicherheit basiert nicht auf Versprechen. Er wollte von den Vereinigten Staaten eine Garantie, dass sich weder die Europäische Union noch die NATO jemals bis an die russischen Grenzen ausbreiten würden. Als er die nicht bekam, zeigte er seine eigentliche Gesinnung. Die Bundesregierung hält weiter zu Putin. Die NATO ist gegen niemanden gerichtet, schon gar nicht gegen Russland. Russland ist ein Partner. Wladimir Putin lässt erstmals seit 1992 wieder russische Atombomber in der Nähe der USA trainieren. 2007 ließ Wladimir Putin die Langstreckenbomber wieder aufsteigen, um wenig später zu demonstrieren, dass es keine souveränen Länder um Russland herum geben darf. Putin unterstützt Separatisten in der Ex-Sowjetrepublik Georgien mit russischen Panzern und Soldaten. Es ist der erste europäische Krieg im 21. Jahrhundert. 2008 war eine Probe für das, was er in der Ukraine tun sollte. Die Toten von Georgien ändern nichts an dem Geschäft mit dem russischen Gas. Ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur irgendeine Regierung ernsthaft in der damaligen Situation über Boykott von Energie geredet hat. Gazprom feiert sich derweil in Moskau. Seit 15 Jahren ist der Konzern eine Aktiengesellschaft. Unsere Energieexporte auch ins ferne Ausland tragen zur Gewährleistung der internationalen Energiesicherheit bei. Am selben Tag droht Gazprom der Ukraine und nutzt dazu die eigenen Medien als Bühne. Wir haben für morgen bereits einen Handlungsplan vorbereitet in Zusammenhang mit der Einschränkung unserer Gaslieferungen.
In Kiew kommt die Botschaft an. Nichts wird sich ändern, bis die Ukraine vor Russland in die Knie geht. Alexei Miller lädt den Chef der ukrainischen Gasfirma ein. Er wirft der Ukraine öffentlich vor, russisches Gas gestohlen zu haben. Verteidigen darf sich der Mann nicht. Es spielt auch keine Rolle. Welche Vorschläge haben Sie? Fragt der Gazprom-Chef Alexander Miller. Er denke daran, den Gasfluss in Richtung Ukraine zu drosseln, erwidert Miller, um die Menge, die die Ukrainer geklaut haben. Gut, dann drosseln Sie, lautet die Anordnung. Über 80% der russischen Gasexporte werden durch ukrainische Pipelines nach Europa gepumpt. Drei dieser Pipelines sind an dem kältesten Tag des Winters stillgelegt worden. Rumänien hat 75% weniger Gas, Österreich 90%. Man kann das sehr wohl Kriegszustand nennen, wenn jemand im 21. Jahrhundert den Gashahn zudreht. Da fällt mir kein anderes Wort ein. Diese sehr kritische Situation muss schleunigst verbessert werden. Diese Ukraine-Geschichte damals, das Stoppen, hatten gewisse Fragezeichen an die Verlässlichkeit der Gazprom als Lieferant gesetzt. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe auch mit Alex Miller darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, das geht vorbei. Ich war persönlich im Zimmer von Herrn Miller, als er unserer Delegation klar sagte, sagen Sie mir, was Sie besprechen wollen, hier ist das Telefon, ich rufe an und er sagt dann ja oder nein. Wenn es um die Ukraine geht, entscheidet Putin. Putin führt den Gaskrieg mit aller Härte. Argumente der Ukraine interessieren ihn nicht. Egal, wer da welche Papiere präsentiert, ich könnte all diese Papiere einfach in den Ofen werfen. Wichtig ist etwas anderes. Die ARD begleitet in dieser Zeit einen Gazprom-Spitzenmanager. Seine Aufgabe, die Ukraine für den Gaskrieg verantwortlich zu machen. Die Ukraine hat angefangen, unser Gas aus der Pipeline zu klauen. Und als wir das mitbekommen haben, haben wir das erstmal ersetzt, was die Ukrainer geklaut haben. Es war also nicht die Frage, dass wir jemanden den Nachschub abgeschnitten haben. Die Filmemacher hinterfragen die Aussage nicht. Die Russen sind brillante Propagandisten. Und die Ukraine stand selbst verschuldet unter großem Korruptionsverdacht und war nicht immer ein Sympathieträger. So konnten die Russen sagen, ihr armen Europäer leidet darunter, dass diese unverantwortlichen Ukrainer ihre Rechnung nicht bezahlen. Auch Putin kommt in der ARD-Dokumentation zu Wort. In diesen Tagen, wo die Lieferungen durch die Ukraine gestoppt wurden, hat Gazprom ungefähr 800 Millionen Dollar Verlust gemacht. Weder die Journalisten noch die Politiker hinterfragen diese Behauptung. In Deutschland hat man sehr viel Sympathie für die russische Sichtweise. Anderswo ist das eher selten. Das Misstrauen galt der Ukraine und nicht Russland. Im Namen des ukrainischen Staates möchte ich erklären, dass die Ukraine, entgegen aller Behauptungen der russischen Führung, keinen einzigen Kubikmeter russischen Erdgases gestohlen hat. Die Ukrainer wehren sich, werden aber in Deutschland kaum wahrgenommen. Die Sichtweise knüpft an eine sehr deutsche Erzählung an. Eine Erzählung, in der die Ukraine unsichtbar ist. Und wenn sie überhaupt sichtbar wird, dann nur durch die Verbreitung von Vorurteilen. Die EU schickt schließlich Aufseher, die den Gasfluss kontrollieren sollen. Putin gibt sich weiter unschuldig. Ich bitte Sie daher darum, alle nötigen Dokumente mitzunehmen, auch die Verträge. Wir haben da nichts zu verbergen, das sind keine Geheimpapiere. Mein Land hat Russlands Vorgehen in Georgien scharf verurteilt. Es beunruhigt uns auch sehr, dass Energie als Instrument zur Einschüchterung eingesetzt wird. Putin verliert an der Propagandafront.
Im Kontrollzentrum von Gazprom beschuldigt er weiterhin die Ukraine. Es mag ja sein, dass der Zustand des ukrainischen Pipeline-Netzes so ist, dass es gar nicht in der Lage ist, solche Mengen an Gas durchzupumpen. Das ist auch gut möglich, aber dann muss man das direkt und offen sagen. Schließlich lässt Putin das Gas wieder fließen. Hier spricht der leitende Disponent der Gazprom-Zentrale Pavlov. Ich bitte Sie darum, um 10 Uhr Moskauer Zeit die Gaszufuhr über die Gasmessstation Sucha zu gewährleisten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Putin mit Gazprom seine wesentlichen Ziele allerdings schon längst erreicht. Die ukrainische Regierung musste Putin zugestehen, dass sie nicht mehr versuchen würde, Mitglied der NATO zu werden. Sie verlängerte außerdem den Pachtvertrag für die Schwarzmeerflotte bis 2017. Das alles konnte Putin im Zuge der Gasverhandlungen durchsetzen. Und eines gelingt Putin auch. Seine deutschen Kunden bleiben bei der Stange. Miller hatte sichergestellt, dass das Gas während der Krise immer nach Deutschland floss. Deutschland hat nicht unter der Ukraine-Gaskrise gelitten. Überhaupt nicht. Da ist mal drüber diskutiert worden, auch signalisiert worden, könnte sein, dass man vielleicht doch ein bisschen zurückdrehen muss. Ist aber nicht passiert. Das war nie ein deutsches Problem. Keiner hat das den Deutschen jemals angetan. Ich hörte oft, wir sind ein so großer Gasmarkt, die Russen legen sich nicht mit uns an. Gut, dann drosseln Sie, lautet die Anordnung. Der Kreml hat in den letzten Jahren Energie so oft und so dramatisch als Waffe eingesetzt. Daher ist es erstaunlich, dass weder Berlin noch Wien oder andere Regierungen Westeuropas ihre Strategie verändert haben. Die deutsche Strategie wird nicht angepasst. Man will immer mehr russisches Gas und das so billig wie möglich. Kurz vor dem Gaskonflikt eröffnet der deutsche Chef ein sibirisches Gasfeld. Für Deutschland bedeutet das, dass wir Gas haben, auch in der Zukunft. Das ist ja erst eine Probebohrung. Das heißt, wir werden dort in der Zukunft noch mehr Gas aus Westsibirien nach Deutschland bringen. Und für unser Unternehmen bedeutet das eine Verstärkung der Partnerschaft mit Gazprom. Wir sollten dankbar sein, dass wir Zugang zu russischem Gas hatten und auch zu den Gasfeldern. Das wird auch langfristig noch eine Bedeutung haben. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das Gas ist extremst billig gewesen. Also das russische Gas, ich mache mal jetzt eine Analogie, ist etwa so gut wie der Discounter Aldi. Kanzlerin Angela Merkel setzt sich Anfang 2009 beim EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso in einem Brief für Nord Stream 1 ein. Man brauche eine sichere Verbindung. Die Probleme mit der Ukraine hätten das wieder gezeigt. Man hätte natürlich große Barrieren aufbauen können. Hat es ja auch phasenweise gegeben, deshalb lief es ja auch so langsam. Und deshalb war die Unterstützung durch die Politik schon sehr wichtig in Europa. Gazprom bearbeitet beharrlich die EU. Bauabschnitte der Pipeline werden groß gefeiert. Bei einer dieser Feiern gibt der deutsche EU-Energiekommissar Günther Oettinger der Pipeline seinen Segen. Immer wieder mussten wir dort tatsächlich eingreifen und Hilfestellung geben, vor allen Dingen auch politisch arbeiten in Brüssel. Das stimmt. Gazprom alleine hat die Lobbyarbeit gar nicht leisten können. Das ist einfach zu weit weg. Die braucht dann europäische Partner. Natürlich haben wir gemeinsam Lobbyarbeit gemacht. Wenn Sie heute einen großen Windpark in der Nordsee bauen, haben Sie ähnliche Themen, die Sie da erledigen müssen. Manchmal kürzer, manchmal länger. Zum Jahresende 2010 macht sich Putin in Berlin über die langsame EU und die verzögerte Zulassung der Pipeline lustig. Wladimir Putin. Eins habe ich nie verstanden. Womit wollt ihr eigentlich heizen? Unser Gas wollt ihr nicht? Atomenergie auch nicht? Wollt ihr mit Holz heizen? Und selbst dafür werdet ihr nach Sibirien fahren müssen. Berlin am gleichen Tag. Treffen am Abend in einem Restaurant. Putin und Warnig essen mit dem Ex-Kanzler in einem Nobel-Restaurant, das dem Sohn von Matthias Warnig gehört.
Ich weiß nicht, wie viele französische Präsidenten, wie viele britische Premierminister mit Putin fotografiert worden sind. Möglicherweise auch in Restaurants in Paris, ich weiß es nicht. Diese Debatte rückwirkend zu sagen, ja, das hätte man damals, und diese Fotos dokumentieren doch diese besondere Nähe. Alle in ganz Europa waren glücklich, dass die Deutschen dafür sorgten, dass es ein hohes Maß an Energiesicherheit gab. Die Regierungen Schwedens und Finnlands waren aus umweltpolitischen und geopolitischen Gründen rigoros gegen die Pipeline. Der schwedische Militärgeheimdienst warnte vor den Pipelines. Sie könnten dazu genutzt werden, Schweden auszuspionieren. Schweden bekam früher oft Besuch von russischen U-Booten. Nun war man besorgt, dass die Russen Nord Stream, also die dazugehörigen Plattformen und Pipelines, nutzen könnten, um Schweden auszuspionieren. Gerhard Schröder kommt für Gazprom wieder zum Einsatz. Als Schröder noch Bundeskanzler war, wurden fast alle europäischen Länder von Sozialdemokraten regiert. Ein Netzwerk der Macht. Schröder kontaktiert einen Mann, der einst Ministerpräsident Schwedens war. Björn Persson und Gerhard Schröder sind alte Kumpel. Persson war einer der ersten hochrangigen Politiker, die die Klimakrise und den Einfluss der Lobbys anprangerte. Im Jahr 2007 erhielt er einen Anruf. Schröder lud ihn zum Mittagessen ein. Nach dem Essen erklärte Björn Persson öffentlich, dass er jetzt für eine schwedische PR-Firma als Berater arbeiten würde. Die Firma ist mit E.ON verbandelt, dem deutschen Energieriesen und Anteilseigner von Nord Stream. Auch in Finnland sieht Gazprom Handlungsbedarf. Schröder kümmert sich um einen finnischen Spitzenpolitiker. Sie brauchten wirklich einen hochrangigen Akteur, der sich für ihre Sache einsetzen würde, und fanden Paavo Lipponen. Lipponen führte die Sozialdemokraten in Finnland an und war 8 Jahre lang Premierminister. Lipponen wurde in Berlin von Schröder und Matthias Warnig, dem ehemaligen Stasi-Offizier, empfangen. Lipponen wird bezahlter Lobbyist von Nord Stream. Er war eine Schlüsselfigur, traf sich mit finnischen Politikern, erklärte, dass die Pipeline eine sehr gute Sache für Finnland, Skandinavien und für ganz Europa sei. Wir werden die Gasversorgung sichern. Seine Aufgabe war es, die finnische Regierung und die Bevölkerung genau davon zu überzeugen. Das ist ihm gelungen. So kann Wladimir Putin die Pipeline-Baustelle im finnischen Golf besuchen und der Welt zeigen, er rückt Richtung Europa vor. Es war sehr clever von den Russen, ehemalige Spitzenpolitiker zu rekrutieren und ihnen die Taschen voll zu machen. Hatte das Konsequenzen? Von wegen. Die führen bis heute alle ein sehr gutes Leben. Die Pipeline ist nicht mehr aufzuhalten. Im September 2011 drehen Putin und Schröder das Gas symbolisch auf. Deutschland setzt zu diesem Zeitpunkt endgültig auf Gas, weil es kurz zuvor zu einer Katastrophe gekommen war. Nach der Katastrophe von Fukushima hatten japanische und europäische Politiker Angst vor der Atomkraft. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und damals haben wir klar gesagt, okay, dann müssen wir eben mehr in Kohle und insbesondere in Gas investieren. Diese Gestaltung der Energiewende war ganz auf Gas ausgerichtet. Das machte Deutschland enorm verwundbar. Zudem wurde die Abhängigkeit vom russischen Gas noch schneller größer. Ladies and gentlemen, please welcome Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany. Und dann wird Nord Stream seinen Teil dazu beitragen, dass Europa auch in Zukunft über eine sichere Gasversorgung verfügt. Neben Merkel sind der französische und der holländische Premierminister geladen. Das Gas fließt fortan durch Nord Stream 1 nach Westeuropa.
während zunehmend weniger Gas durch Polen und die Ukraine geleitet wird. Finden Sie mal ein Beispiel dafür, dass eine dieser Pipelines Russland offener und demokratischer gemacht hätte. Das ist nie geschehen und es wird auch nie passieren. Und ich glaube, die deutschen Politiker wussten das genau und sie haben trotzdem einfach weitergemacht. Ich glaube auch, dass sie genau wussten, was sie taten. Das war keine Naivität. Es war Gier. An dieser Grundhaltung ändert sich in den folgenden Jahren nichts. Deutsche Politiker pilgern nach Russland. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer schließt 2019 einen neuen Gasvertrag ab. Und Lobbyist Schröder verteidigt die nächste russische Pipeline. Er lässt keinen Zweifel daran, wer die Gegner sind. Die dänische Politik gefährdet seit Monaten einen termingerechten Abschluss. Denn während in Russland, Schweden, Finnland und auch Deutschland bereits gebaut wird, steht eine Genehmigung aus Dänemark weiterhin aus. Und das hat zu tun mit politischem Druck aus den USA und natürlich auch der Ukraine. Korruption ist ein strategisches Instrument des Kremls. Auch das russische System ist korrupt, das wiederum die Korruption exportiert. Ich glaube, die Russen waren am Ende überrascht, wie leichtfertig der Westen dieses Prinzip übernommen hat. Ein Sitz im Aufsichtsrat, ein lukrativer Vertrag. Man kann die Energiesicherheit einer anderen Nation beeinflussen, sie sogar kaufen, ohne dafür viel bezahlen zu müssen. Der ehemalige Wirtschaftsminister Österreichs ist Chefberater für die Nord Stream 2 Aktiengesellschaft. Die ehemalige Außenministerin Österreichs Karin Kneißl hat Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen. Liebes Brautpaar, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zur Eheschließung und Bildung einer neuen Familie. Der ehemalige französische Premierminister François Fillon wurde von gleich zwei russischen Öl- und Gasfirmen für den Vorstand nominiert. Und die Liste geht immer weiter. Ein Land verliert Putin nie aus dem Blick. Die Ukraine. Surya Jayanti hat in der US-Botschaft in Kiew gearbeitet und den russischen Einfluss selbst erlebt. Russland steckt hinter einem Großteil der Korruption in der Ukraine, wie man etwa im Gassektor erkennen kann. Ein Ukrainer spielt dabei die Hauptrolle, Dmitri Firtasch. Der Milliardär lebt im Exil in Wien. Er wurde durch den Gashandel reich, auch weil ihm Gazprom Sonderkonditionen bot. Dmitri Firtasch ist einer der ukrainischen Oligarchen. Er hat seine Finger in jeder einzelnen Keksdose. Ihm gehören Medien- und Energiefirmen. Reich wurde er, weil er den ukrainischen Gassektor beklaute. Dort hat er sehr viel Gas abgezapft. Gazprom ließ ihn gewähren. Firtasch leugnet bis heute illegale Handlungen. US-Behörden wollen seine Auslieferung aus Österreich. Die USA haben Firtasch angeklagt, weil er ein Bestechungssystem hochgezogen haben soll. Er hat Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zu Putin. Haben Sie keine Angst? Wer Honig lecken will, darf die Bienen nicht scheuen. Firtasch hatte gemeinsam mit russischen Partnern eine Firma gegründet. Gazprom hatte über 160 Tochterunternehmen. Geld wurde hin und her bewegt, ohne dass man je erfuhr, wohin es am Ende geflossen ist. Viele dieser Unternehmen existierten nur, damit Schwarzgeld zu Politikern geschleust werden konnte. Wir alle wussten, wer dahinter steckte. Die Firma wurde gegründet, um Politiker zu korrumpieren. Sie haben also mit den Gaseinnahmen die Ukraine korrumpiert und außerdem sich selbst bereichert? Ja, das ist meine Einschätzung. Ab den frühen 2000er Jahren importierte eine sehr undurchsichtige Firma namens Rusuk Energo einen Großteil des Gases in die Ukraine, um es dann nach Europa zu exportieren. An dieser Firma waren russische und ukrainische Geschäftsleute beteiligt. Firtasch unterstützt den prorussischen Kandidaten Janukowitsch. Der steuert nach seinem Wahlsieg 2010 die Ukraine Richtung Russland. Diese Personen nutzten ihren politischen Einfluss in der Ukraine im Auftrag Russlands.
Es war ganz klar, dass Russland das Geld von Gazprom nutzte, um ukrainische Politiker zu beeinflussen. Mir war seit langem klar, dass der Gashandel nicht nur die ukrainische Politik korrumpiert hat, sondern auch die Politik in Deutschland. Merkel rückt nichts von Putin und Russland ab. Ich finde das richtig. Europa und Russland sind strategische Partner, die sicherlich ihr Potenzial der Kooperation längst noch nicht ausgeschöpft haben. Nach einer Verfassungsänderung lässt sich Putin wieder zum Präsidenten wählen. Wir haben gewonnen, nach einem offenen und ehrlichen Kampf. Honest fight. Am Tag von Putins dritter Amtseinführung protestieren zehntausende Menschen in Moskau, prangern den Präsidenten als korrupt an. Der unterdrückt den Protest brutal. Der Westen hat sich etwas vorgemacht. Wir wollten unsere Geschäfte, unser Verhalten, unsere Agenda nicht ändern. Dabei sagte Putin uns, ich werde euer System immer weiter erschüttern, bis ihr meine Interessen ernst nehmt. Immer mehr russisches Geld fließt auch in die Destabilisierung der Ukraine. Das Land ist 2013 in einer gefährlichen Krise, als Präsident Janukowitsch über eine Annäherung an die EU entscheiden muss. Der Herr Janukowitsch kam zu einem Sondergipfel der Europäischen Union. Der hat uns gesagt, die andere Seite bietet mehr. Und die europäischen Staats- und Regierungschefs haben ihm gesagt, das ist unsere Obergrenze, mehr kriegst du nicht. Und das hat ihn dann bewogen zu sagen, dann unterschreibe ich das Assoziierungsabkommen nicht. Das war, was der Putin wollte. Die Folge davon war der Maidan. Dem Funken folgt eine Explosion. Am Ende flieht Janukowitsch, setzt sich nach Russland ab. Im August 2015 wurde ich im US-Außenministerium Berater für europäische Energiesicherheit. Ich übernahm die Stelle etwa ein Jahr, nachdem Russland illegal in die Ostukraine einmarschiert war und die Krim annektiert hatte. Damals hieß es, Nord Stream 2 sei auf Eis gelegt worden. Dass man die Abhängigkeit von russischer Energie weiter ausbauen könnte, schien eine verrückte Idee zu sein. Aber weniger als ein Jahr später war Nord Stream 2 wieder da und Putins Gespenst spukte wieder durch Europa. Im September 2015 wird der Vertrag für den Bau von Nord Stream 2 in Sibirien unterschrieben. Ich sehe da keine strategische Falle. Ich meine, wir haben... Der Augenblick ist sehr stark geprägt durch den Krieg mit der Ukraine, der schlimm ist. Sehr schlimm ist und wirklich mit nichts zu rechtfertigen. Aber deshalb zu sagen, dass wir strategisch hier in die Falle gegangen sind, halte ich für überzogen. Miller besucht kurz vor der Invasion Berlin. Er beschuldigt wieder einmal die Ukraine. Ja, die Ukraine steckt in einer tiefen politischen Krise. Man muss trotzdem das Gas bezahlen. Und Miller hat noch eine weitere Überraschung parat. Nicht einmal ich hätte gedacht, dass Deutschland so naiv sein würde, Gazprom seine Speicher zu verkaufen. 2012 vereinbart eine BASF-Tochter diesen Verkauf. Zu der Zeit, das ist natürlich alles genehmigungspflichtig, hätte der Vater Staat sagen können, nee, das wollen wir nicht. Diese Speicher wollen wir selber haben. Das ist aber nicht geschehen. Im Gegenteil, wir haben ja mehr Gas gebraucht, noch mehr Gas gebraucht. Und 2015 werden die Speicher verkauft. Wirtschaftsminister Gabriel gibt seinen Segen. Da haben wir noch mehr Anteile bekommen. Die haben wir noch weiter ausgebaut, zusätzliche Gasfelder dazu bekommen. Das war das Ziel. Auch Nord Stream 2 wird vorangetrieben, wie es Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz wollen. Ich habe oft Daten gesehen, die von Gazprom vorbereitet wurden. In deutschen Ministerien? Ja. Von hochrangigen Leuten im deutschen Wirtschaftsministerium. Also vom Minister und seinen Staatssekretären? Yes. Auf sehr hoher Ebene. Very high. Die Propaganda hat sich tief ins System gefressen. Selbst im Kalten Krieg war Russland ein verlässlicher Energie. Dass die Kalten Krieges kein Problem hatten mit Gas aus Russland. Das ist ein rein wirtschaftliches, ein rein kommerzielles Projekt. Es handelt sich um ein privatwirtschaftliches Projekt. Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet. Dieses Projekt richtet sich nicht gegen irgendwelche unserer Partner.
Ich mache mir Sorgen um die Ukraine. Denn indem Putin den Gastransit verlagert, macht er den Weg für eine groß angelegte Militäroperation frei, die letztendlich dazu führen wird, dass russische Panzer an den östlichen Grenzen von Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien auftauchen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber glauben Sie wirklich, dass dieses Szenario möglich ist? Warum haben Sie das gesagt? Weil es stimmt. Gazprom ist ein Teil der russischen Armee. Es ist eine ihrer Waffen. Kurz bevor Putin den Angriff auf die Ukraine befiehlt, ist Nord Stream 2 fertiggestellt. Heute muss auch der zweite Strang von Nord Stream 2 mit Gas befüllt werden. 7 Monate nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine werden die Pipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Eine Röhre bleibt unversehrt. Es sieht ja so aus, dass ein Strang von Nord Stream 2 intakt geblieben ist. Kurz und gut, die EU ist jetzt am Zug. Ist der Wille da? Na, dann sollen sie einfach den Hahn aufdrehen.